Hallo Leute, zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. So, heute baue ich mit euch mal einen Wohnwagen. Ich habe ja ein Wohnmobil schon gebaut, aber einen Wohnwagen gibt es noch gar nicht. Und in der Community war der Wohnwagen auch schon öfter jetzt mal gewünscht worden. Und das werden wir heute mal in Angriff nehmen. So, checken wir erstmal unten alles ab, was wir in der Leiste haben. So, als erstes braucht ihr Kohleblöcke. Dann brauchen wir die Schalter dazu. Dann brauchen wir polierten Doryt, weil der wird komplett in Weiß bestehen. Dann brauchen wir Steinstufe, dann brauchen wir schwarz gefärbtes Glas, dann brauchen wir eine Akazientür, dann brauchen wir grauen Teppich, dann brauchen wir Hebel und wir brauchen Tageslichtsensoren. So, fangen wir erstmal mit der Bereifung an. Das wird eine Doppelbereifung werden, also zwei Reifen nebeneinander einfach setzen, Schalter dran, Schalter dran. So, 13 Blöcke wird der Wohnwagen lang werden und 5 breit. Er ist ungewöhnlich 5 breit für einen Wohnwagen, aber ich habe so einige Sachen ausprobiert. Und 3 breit waren zu klein, 4 breit, das war eine ungerade Zahl. Also es war eine gerade Zahl, aber ihr werdet gleich sehen, wegen der Anhängerkupplung brauchen wir 5 breit. So, dann brauchen wir jetzt hier diese Steinstufen. Setzt jetzt hier 5 Stück erstmal hier so in die Reihe. Zack, 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 5. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, jetzt könnt ihr das komplett... könnt ihr komplett so eine Platte rausmachen. So. Können wir einfach so, ohne zu zählen, mal so zuziehen. Bis wir die 5er-Fläche haben. Ja, ihr seht schon, es ist relativ breit. Ich finde 4 eigentlich schon breit, aber es musste auch 5 sein, damit wir es auch gut einrichten können alles. So, hier kommen jetzt auch die Reifen rein. Auf derselben Höhe. Zack und zack. Dann können wir jetzt schon mal mit dem polierten Doryt weitermachen. Setzen wir jetzt einfach 4 Blöcke hier so hin. So, hier kommt ihr die Tür rein, der lasst einfach frei und setzt einfach komplett weiter rum. Wenn euch das zu schnell geht, dann drückt auf Pause oder schaut euch das Video einfach öfters mal an. So, für diese einfachen Flächen denke ich mal, das können wir dann halt erstmal so durchziehen. Das dürfte ja ganz easy sein. So, dann brauchen wir hier diese Hebel. Das sind diese, diese Standfüße, damit der Wohnwagen steht und nicht wegrollt. Machen wir 4 Stück. An jeder Ecke kommt einer hin. Zack. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Hinten natürlich auch. Komplett machen wir das. Whoop. So, einmal rum. Ach, guck mal, so stehen sie direkt schon richtig. Das ist ja nice. So, jetzt haben wir schon so gesehen, den Unterbau haben wir jetzt schon fertig. Wir können auch schon mal eine Tür reinsetzen. Ich finde die Akazientür fand ich ganz gut. Ich habe mehrere ausprobiert und so, ich finde die ganz modern. So, jetzt brauchen wir wieder den polierten Doryt. Setzt da hier 2 hin, lasst da hier 2 frei und setzt wieder 2 hin. Jo, ihr werdet auch gleich sehen, warum das so ist. So, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Jetzt muss ich gerade mal was schauen. Nee, ich habe gar keinen Fehler gemacht. Ich dachte gerade, ich hätte mich gerade verhaspelt. Hier kommen nicht 2 hin. Hier wird das wieder zugemacht. 2 Fenster kommen hier auf jeden Fall hin. Hier in der Mittelsäule kommt natürlich nur ein Block hin und nicht 2, wie ich das gerade vorgezeigt habe. Ich dachte gerade, ich hätte mich mit den Maßen vertan. Kurz vorm Abbruch. Nein, alles gut. So, seht ihr das? So sollte das dann aussehen. Dann gehen wir hier weiter rum. Hier könnt ihr dann natürlich auch nochmal schön 2 Fenster reinsetzen. Ne, gar nicht, 3. Och. Screen, was ist denn los mit Ihnen heute? So, auf der anderen Seite haben wir dann dieselbe Anzahl an Fenstern. Zack, zack. Setzen wir jetzt direkt, schwarz gefärbtes Glas ist das übrigens. Setzt da die mit hier rein. So, seht ihr das? Schön breit. Dann haben wir innen drin wenigstens noch eine schöne Fläche, die wir hier schön bebauen können. Hier, für das Interieur. Hier muss ja einiges gleich noch rein. So, dann geht es hier an der Tür weiter. Setzt da hier vorne einen Block hin, lasst da hier einen frei. Da kommt nämlich gleich ein Fenster wieder rein. So, jetzt ziehen wir das auch entlang. So. So, hier kommt auch ein Fenster rein. Deswegen machen wir hier die Blöcke schon mal hin. Also das Fenster ist nicht parallel mit diesem Fenster, ne? Das liegt daran, dass das Interieur, also hier kommt nämlich die Dusche rein und so, hier kommt das ganze Badezimmer rein. Deswegen ist das so am besten gelegen. So, seht ihr, das Fenster ist so ganz in der Ecke so gesehen. So, da können wir jetzt auch schon mal die nächste Etage oben drauf knallen. Nein, oben drauf. So, das machen wir jetzt komplett mal zu. Zup, zup, zup. Hier auch. Mit der Höhe fand ich hier eine Dreierhöhe ist am besten dabei. Höher würde ich nicht machen und niedriger auch nicht, weil dann könnt ihr nichts mehr stellen. Seht ihr so? So, die Grundhöhe, die stimmt schon, muss ich sagen.
können wir auch jetzt schon mal mit der Anhängerkupplung hier weitermachen. Jetzt seht ihr auch, warum ich eine 5er Breite genommen habe, dass ich hier zwei Blöcke frei habe und hier zwei Blöcke frei. Hätten wir nun, sonst würde die Anhängerkupplung nicht zentral in der Mitte sein, ne? Ist ja logisch. So, setzt da einfach drei Steinstufen ein, nimmt aber die Mitte dann raus, könnt ihr auch schon vorher so machen, und setzt so ein, ja, so ein Standrad rein, ne, was man so runterkurbelt. Eine Kurbel werden wir jetzt nicht hier hinbauen, weil das ist jetzt nicht machbar, nicht so wirklich machbar. So, nimmt dann grauen Teppich und setzt die zwei vorderen Blöcke einfach mal hier zu. Dann ein Schalter hier für die Kupplung, für die Anhängerkupplung hier zum Kuppeln, einfach oben drauf. So, dann habe ich gedacht, es gibt ja noch Gasflaschen öfters an Wohnwägen. Wir nehmen jetzt mal Schwarzzeichen, Zaun, Tor, mega langes Wort. Können wir diese Akazientür dafür rausnehmen? So, und die setzt dann hier vorne dran. So, und an der Seite auch und öffnet das. Das sind dann so die Halterungen für die Gasflaschen. Man könnte natürlich auch jetzt hier noch eine Gasflasche hinbauen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Eine rote mit einem Schalter oben drauf, dann sieht das aus wie so eine Gaspulle. Aber weiß es, ich finde das so ganz gut. So, damit ist das hier vorne auch abgeschlossen mit der Anhängerkupplung. So sollte das aussehen. Ist ganz easy zu bauen, das kriegt ihr hin. Dann können wir auch schon mal ein bisschen am Dach weitermachen. Diesen grauen Teppich, den könnt ihr komplett hier schon mal oben drauf setzen. Das ist dann das Dach. Ich wollte jetzt keine Steinstufe dafür nehmen, weil die doch etwas hoch sind, die Steinstufen. Ich habe das lieber ein bisschen flacher hier, das Dach, weil sonst sieht das nicht von der Form nicht mehr so schön aus. So, jetzt zeige ich euch mal den Wagen so in voller Pracht so. Auch mit der Länge und alles, damit ihr das schön mal einmal nachbauen kann. Auch wenn ich manchmal so ein bisschen schnell bin hier beim Bauen. So habt ihr das dann nochmal alles im Blick und könnt euch das mal eben angucken. Braucht ihr nicht unbedingt auf Pause drücken, weil es geht jetzt dann auch schon gleich weiter. Jetzt gehen wir ins Innere, ins Eingemachte hier. So, jetzt brauchen wir erstmal eine Sitzbank. Da ist eigentlich egal, was ihr für ein Holz nehmt, also was ihr für eine Holztreppe nehmt. Ich nehme einfach mal eine Eichenholztreppe. Wupp. Setzt da komplett hier die hintere Ecke einmal so voll, seht ihr, ganz einfach. Dann brauchen wir einen Tisch. Dann nehmt ihr einfach irgendwelche Zäune, ist eigentlich auch egal, welchen wir da nehmen, irgendwas Holzmäßiges, setzt da hier zwei Blöcke hin. Dann ist wichtig, wir brauchen ja eine Tischdecke oder eine Tischplatte, eher gesagt. Dann nehmen wir mal einen roten Teppich. Ihr könnt natürlich auch eine ganz andere Farbe nehmen, das ist euch überlassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Dann brauchen wir nochmal für die Regale brauchen wir Treppen. Wir nehmen die ganz normale Steintreppe. Nehmen wir mal dafür. So, die setzt du einfach jetzt hier oben so an. Zack, zack. Und das ergibt dann dieselbe Form wie unten die Sitzecke. Opala, nee, du musst so hinten. Nein, der will nicht hören. Den machen wir so dran, ne? So. Seht ihr, dann hat man hier so Regale, wo man oben was reintun kann. Ich könnte auch hölzerne Falltüren da reinnehmen oder eiserne Falltüren, aber die haben wir gleich noch bei dieser Küchenzeile hier. Deswegen wollte ich das erstmal da so belassen. Die Ecke, die können wir doch noch ein bisschen länger machen, sehe ich gerade. Ich brauche nochmal, wo ist denn nochmal mein Holz? Wo ist meine Holztreppe da? Die können wir zwei länger machen. Ihr könnt die auch weglassen, aber ihr werdet es am Ende sehen, sonst hat man hier einen Freiraum. Deswegen würde ich das erstmal so belassen. So wäre dann grob auf jeden Fall schon mal die Sitzecke. So, dann kommen wir zur Küchenzeile. Was nehmen wir denn da? Brauchen wir erstmal einen Ofen. Lass da einen Block hier frei, ne? Pack da hier am besten schon den Ofen hin, so. Dann, was nehmen wir denn dann? Dann nehmen wir einfach mal hier so einen Eisenblock. Das ist einfach so eine Arbeitsfläche. Und wir nehmen noch einen Dispenser. Könnte ja eine Waschmaschine sein oder sowas. So, sieht auf jeden Fall dann aus wie so eine Küchenzeile. Wir werden einmal sneaken. Und dann können wir hier... Der gar nicht. Was erzähle ich denn da? Wir brauchen ja noch ein Waschbecken. Ich hatte ja die Küchenzeile anders gemacht. Stimmt, so war das. Ja, der war weg. Und ich hatte mehrere Küchenzeilen gebaut als Test hier. Und so hatte ich das im Endeffekt. Wir brauchen ja nämlich noch ein Waschbecken. Ein Spülbecken. Wartet mal. Dafür braucht ihr jetzt hier den Kessel einmal. So, den setzen wir hier vor. Nein, den setzen wir vorne dran. Habe ich noch einen Hebel drin? Ich hatte doch noch einen Hebel. Da, ein Hebel. So, auch geil. Geht die Tür. Kann ich die Tür noch so schließen? Ja, auch geil. Geht die Tür auf jeden Fall auf und zu, wenn man den Wasserhahn betätigt. Special Effects hier. So, da brauchen wir Wassereimer.
Einmal durchs ganze Menü, setzt da hier ein bisschen Wasser rein. So, jetzt kommt die Arbeitsflächen. Jetzt kam das mit dem Sneaken. Jetzt macht er hier so eine Arbeitsfläche mit grauem Teppich einfach. Dann brauchen wir noch Schienen. Auch wieder Sneaken. Setzt da hier so eine Schiene drauf. Sieht dann immer ganz geil aus. So. Wie so ein, ja, wie so Herdplatten halt, ne? Ich find's ganz cool. Dann brauchen wir, jetzt nehmen wir mal die eiserne Falltür. Pack da einfach hier eine hin und daneben eine hin. So eine kleine Küchenzeile halt, ne? Wir haben ja nicht so viel Platz und ich finde, dafür passt das doch schon. Also, so könnt ihr das gerne nachbauen. Da hat man alles in eins drinne. Dann, wichtig, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Schlafmöglichkeit. So, wir brauchen erstmal Betten. Betten, Betten, Betten. Und wir brauchen eine Tür, weil es wird ein Hochbett werden. Wir werden so viel Raum ausnutzen, wie es geht. Ah, ich muss erstmal die Türen finden hier. Nehmen wir einfach so eine ganz normale Dschungelholztür. So. Als erstes, wenn ihr die Betten, wenn ihr ein Hochbett bauen wollt, müsst ihr erstmal zwei irgendwelche Blöcke nehmen, also zwei Blöcke. Dann packt das erste Bett drauf und jetzt könnt ihr die unteren Blöcke abreißen. Hoppala. Und könnt das untere Bett, wenn ich hier nicht hängen bleibe, auch dahin packen, seht ihr? Und dann machen wir nochmal die Tür von oben anvisieren, die Tür ganz minimal hier so ansetzen. Seht ihr? Dann hat man hier so ein schönes Hochbett stehen und nicht nur ein Bett. Man kann ja auch so ein bisschen, ja, man hat ja genug Platz bis oben hin zur Decke, ne? Der obere, der hier schläft, stößt sich auf jeden Fall nicht den Kopf. So, jetzt brauchen wir, also jetzt werden wir das Badezimmer bauen. Hier kommt erstmal direkt eine Wand hin. Das Badezimmer besteht hier aus 6 Blöcken, seht ihr? Ist recht klein gehalten. Das sind auch wieder diese polierten Dorit-Blöcke. Einfach macht einfach so wie so ein kleines Tor hier hin, ne? Dann oben können wir auch schon mal den grauen Teppich wieder hinlegen. Wir nehmen dieselbe Tür wie hier. Ihr könnt natürlich auch eine ganz andere nehmen. Nur ich wollte so eine schlichte halt nehmen. Ich finde, das passt schon ganz gut. So, dann gehen wir mal rein. Als erstes würde ich mal sagen, bauen wir mal das WC. Wir bauen ein ganz einfaches WC, eine ganz einfache Toilette. Habe ich noch, ich brauche noch eine eiserne Falltür. Habe ich die schon wieder rausgenommen? Ah, wo ist sie denn? Da ist sie. Ah, die ist schon wieder rausgegangen. So, werden wir jetzt erstmal das WC dran machen. Wo bin ich denn hier? Ach so, genau. Das WC, das könnt ihr direkt hier in die Ecke bauen, wenn ihr reinkommt, so rechts in die Ecke. Ja, macht einfach hier einen Klodeckel drauf, so. Es passt schon. Dann brauchen wir mal kurz eine Leiter. Also die Leiter ist in dem Fall eine Handtuchheizung, da seht ihr das dann, ne? Dann brauchen wir nochmal einen Schalter für die Klopapierrolle. Da ist der. Da. So. Ja, und so ist dann eigentlich auch schon die WC-Ecke. Jetzt werden wir die Dusche bauen. Da brauchen wir Glasscheiben. Wir nehmen dafür schwarz gefärbte Glasscheibe. Da. So. Und setzen die halt hier so an. Wir können auch nicht weiter in den Raum gehen, seht ihr, weil sonst wird sich die Dusche verbinden. Dann brauchen wir mal wieder einen Hebel, wie oft wir einen Hebel brauchen hier. So, das ist dann halt so die kleine Duschkabine mit WC. Waschbecken haben wir da, das muss man sich leider hier teilen, aus Platzmangel. Hoppala. So, schauen wir uns das einmal von oben an. Da haben wir dann das Badezimmer mit der Duschkabine, der Toilette. So, da haben wir das Hochbett, die Küchenzeile und der Wohnbereich, so will ich es mal nennen halt, wo man sich am meisten aufhält. Dann können wir jetzt auch schon das Dach draufsetzen. Das Dach werden wir mit der Steinstufe hier draufsetzen. So, können wir komplett einmal so zuziehen. Wir brauchen zwar gleich noch Löcher, aber wir können es auch so machen. Bis hierhin, die Lücke lasst da frei. Ich finde, das sieht dann halt interessant aus, wenn man so zwei Mini-Dächer hat hier. So, den machen wir mal weg, den unteren. Soll so ein bisschen nach oben stehen natürlich. Man hat auch eine gute Deckenhöhe hier drin. Jetzt kommen diese Tageslichtsensoren. Ich nenne die immer Solarpaneelen, wie so Solarplatten. Macht er jetzt hier immer einen Block freilassen. So, macht er drei Stück hier rein. So. Ja, ich zeige euch den mal so, wie der jetzt komplett aussieht. Er sieht schlicht, einfach und modern aus. Ich wollte nicht so viel Schnickschnack drum machen. Wo ich gerade sehe, hinten ist natürlich noch die Dings hier, die Rücklichter machen.
setzt einfach hier unten zwei Gegenstandsrahmen hin. Dann brauchen wir zwei rote Glasscheiben. Da. Die setzt dann einfach auch nochmal hier rein. So. Und dann hat sich die Sache. So viel kommt da gar nicht dran, ne? Schauen wir uns den nochmal an jetzt hier. Von außen. Wie gesagt, schlicht, einfach und modern. So. Ja. Und so sieht dann halt der Wohnwagen aus. Wir gehen jetzt auch nochmal rein. Stimmt, die Einstiegshilfe, die habe ich vergessen. Die habe ich in Form von einem Banner gemacht. Ich nehme immer diesen weißen Banner dafür und setze einfach den Banner hier dran. Da seht ihr, das ist wie so eine Einstiegshilfe oder wie so eine Art Treppe. Ich finde, das wirkt ganz gut. Ich möchte nicht unbedingt da jetzt so eine Treppe hinsetzen. Ich finde, das passt schon ganz gut dazu. So, jetzt gehen wir mal rein. So, schauen wir uns das mal an mit Dach jetzt. So, da war das Dach. Ich finde, das sieht doch schon ganz geräumig und gemütlich aus. Wir haben den Platz sehr gut ausgenutzt. Man kann sogar noch hier was hinpacken, da hätten wir noch Platz. Man kann sogar noch hier Bilder hinhängen. Man könnte hier noch Regale hinhängen. Also es ist noch Platz für einiges. Hier kann man leider nichts mehr hinhängen wegen dieser Tür. Ja, da hat man das Hochbett, da kann man auch noch was hinmachen. Also ich finde doch, die Größe, die ist doch ganz in Ordnung. Und von der Helligkeit geht das doch auch. Es ist nicht zu dunkel, man braucht keine Lichtquellen hier reintun, weil man hat viele Fenster. So, machen wir die Tür mal wieder zu. Und machen jetzt hier auch mal zu. Und dann war es das mit diesem Tutorial. Ich hoffe, euch gefällt dieses Tutorial. Erstmal viel Spaß beim Weiterbauen oder beim Nachbauen. Nicht weiterbauen, beim Nachbauen. Ihr könnt den natürlich auch ein bisschen verändern, noch den Wohnwagen. Es ist halt nur ein Beispiel, ne? Und oben rechts im Video oder oben rechts in der Ecke findet ihr dann noch die anderen Tutorials, die ich so gebaut habe. Schaut mal einfach in die Playlist rein und lasst euch mal überraschen, was es da alles so gibt. Und wenn ihr neue Vorschläge habt für irgendwelche tollen Tutorials, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich nehme sowas immer auf. Auch wenn ich es nicht sofort baue, ich behalte mir das immer im hinteren Kopf. Und irgendwann werden diese Ideen dann gebaut. Auch wie dieser Wohnwagen. Der kam ja auch aus der Community, dieser Vorschlag. So. Leute, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft Tutorial wieder. Macht's gut. Ciao.